Das wichtigste Ergebnis der Klimakonferenz von Durban ist in einem Abschlussdokument enthalten, das sich Durban-Plattform nennt. Diese Durban-Plattform verpflichtet alle Staaten der Welt, gemeinsam bis zum Jahr 2015 ein umfassendes Klimaschutzabkommen abzuschließen, das im Jahr 2020 in Kraft tritt. Dieses Abkommen soll die globale Erwärmung unter 2 Grad begrenzen. Und die Durban-Plattform erkennt ausdrücklich an, dass die bisherigen Selbstverpflichtungen, die Staaten auf den Tisch gelegt haben, nicht ausreichen. Die Durban-Plattform erkennt also ausdrücklich an, dass es eine Emissionslücke gibt zwischen den bisherigen Anstrengungen und dem globalen Emissionspfad für 2 Grad. Und sie wird diskutieren, auf der Grundlage dieser Plattform wird diskutiert werden, wie diese Emissionslücke geschlossen wird. Ein weiteres Ergebnis von Durban ist, dass das Kyoto-Protokoll fortgeführt wird. Und zwar in einer sogenannten zweiten Verpflichtungsperiode, die 5 bis 8 Jahre dauern wird. Damit wird der Kern des internationalen rechtsverbindlichen Klimaschutzes erhalten. Und zwar wird damit die Zeit überbrückt, bis wir ein neues Abkommen haben, das auf der Basis der Durban-Plattform entstehen wird. Europa hat in der Allianz mit den kleinen Inselstaaten und den am wenigsten entwickelten Ländern einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Es hat sich ambitionierte Ziele gesetzt vor der Konferenz und es hat eine kluge Strategie verfolgt, nach und nach die Koalition für Fortschritt in den Verhandlungen zu erweitern. Es ist gelungen, die Blockadekoalition aufzubrechen, China auf die seine Seite zu ziehen, die USA zu neutralisieren und am Ende war Indien doch weitgehend isoliert mit seinem Nein zu einem neuen rechtsverbindlichen Abkommen. Europa hat hier sehr viel erreicht und ich denke, wir können stolz darauf sein. Nun ja, traditionell treten in den Klimaverhandlungen die Entwicklungsländer als G77 und China auf. Ein sehr, sehr großer Block von Ländern, sehr viele Stimmen, die aber auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Das reicht von Singapur oder Saudi-Arabien auf der einen Seite bis hin zu den allerärmsten Staaten wie Somalia oder Liberia. Darunter sind Riesenstaaten wie China und winzig kleine Staaten wie Tuvalu. Dieser Block ist in Durban praktisch völlig auseinandergebrochen. Es sind unterschiedliche Interessensgruppen, die auch den realen Interessen entsprechen, praktisch aufgesplittert worden. Und ich denke, das ist gut so, denn eine Einheit, die sozusagen die realen Unterschiede überdeckt, ist eine falsche Einheit. Wir haben zum ersten Mal die großen Staaten, sind sie deutlich aufgetreten, Brasilien, Indien, China und Südafrika, sie sind deutlich aufgetreten als ein gemeinsamer Machtblock von großen Emittenten. Aber davon abgetrennt sind auch die kleinen Inselstaaten und die am wenigsten entwickelten Länder mit einer sehr starken, eindeutigen Position für ambitionierteren Klimaschutz und stärkere Verpflichtungen auch für diese großen Emittenten deutlich hervorgetreten. Insofern kann man eigentlich fast sagen, G77 ist Geschichte. Wir haben im Grunde jetzt eine Institution geschaffen, die multilaterale Klimaschutzmittel verwalten kann. Sowohl für die Anpassung an den unvermeidlichen Klimawandel als auch für den Klimaschutz. Diese Institution ist aber nur in ihren Umrissen klar. Sie ist sozusagen als Institution klar, als, wenn man so will, Mechanismus. Aber dieser Mechanismus muss natürlich etwas haben, das er umsetzen kann. Er braucht Geld. Er braucht Geld, das er tatsächlich für Klimaschutzmaßnahmen einsetzen kann, für Anpassungsmaßnahmen. Und dieses Geld fehlt bisher weitgehend. Es ist bisher kein Beschluss gefasst worden, wie der Green Climate Fund gefüllt werden soll. Weder was öffentliche und private Mittel noch was neue sogenannte innovative Quellen angeht. All das ist leider verschoben worden. Man muss sagen, Durban war ein Erfolg hinsichtlich des Klimaschutzprozesses, des internationalen Verhandlungsprozesses, aber
In der Substanz sind wir natürlich noch weit davon entfernt, wirklich den Klimaschutz zu vereinbaren, den wir brauchen, um gefährlichen Klimawandel zu verhindern.